letzten Video habe ich euch erzählt, dass ein Neuron elektrische Signale über die Dendriten erhält. Je nach der Höhe der Signale kann das Neuron selbst feuern. Und wenn es feuert, heißt es, es sendet einen Impuls, einen elektrischen Impuls über das Axon aus. Das Axon selbst verästelt sich hier hinten und über die Synapsen sind benachbarte Neuronen angeschlossen. Das ist ein neuronales Netzwerk in unserem Gehirn. Bevor ich euch zeige, wie man dieses ganze Modell hier als Perzeptron in einem Computer realisiert, stelle ich euch eine kleine Aufgabe vor, die man mit maschinellem Lernen typischerweise löst. Die Aufgabe ist, dass ich eine Liste von Bildern habe, auf denen jeweils eine Hand zu sehen ist mit Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Wenn ich ein Programm schreiben möchte, das mir für jedes Bild ausgibt, ob der Daumen nach oben oder nach unten steht, bin ich ziemlich auf verlorenen Posten ohne maschinellen Lernen. Man liest solche Bilder als zweidimensionale Arrays in den Computer ein, aber mit einfachen If-Statements hier jetzt bei unterschiedlichen Hintergründen und bei unterschiedlichen Alter der Personen herauszubekommen, ob der Daumen nach oben oder unten steht, ist sehr, sehr schwer. Wenn ihr dieses Beispiel im Hintergrund behält, ist das recht günstig, weil hier habe ich sehr, sehr viele Pixel, die ich analysieren muss. Und bei unserem einfachen Beispiel eines Perzeptrons gehen wir her und stellen uns vor, dass jedes Bild eigentlich nur aus 2 Pixeln besteht. Die beiden Pixelwerte sind hier mit x1 und x2 bezeichnet. Die beiden stellen den Input für mein Neuron dar. Für jeden Inputwert ist ein Gewichtswert zugeordnet. W1 für Input 1 und W2 für den Input 2. Beide sind Fließkomma-Werte und sind unbekannt. Die sind zu bestimmen im Lernalgorithmus. Deswegen sind sie hier rot geschrieben. Ein Neuron selbst berechnet jetzt Folgendes, nämlich immer das Produkt aus Inputwert und dem Gewicht, addiert dann alle Produkte zusammen und dann schaut es nach in einer sogenannten Aktivierungsfunktion, ob diese Summe größer ist als ein bestimmter Schwellwert. Der Schwellwert selbst ist auch nicht bekannt. Deswegen auch hier rot geschrieben. Wenn diese Bedienung zutrifft, dann feuert das Neuron. Das 1 entspricht in dem Fall zum Beispiel dem Daumen hoch. Oder wenn es kleiner ist, feuert es nicht. Das entspricht meinem Daumen nach unten. Man macht jetzt folgenden Trick. Damit T nicht irgendwie speziell als Extrawurst behandelt werden muss, versuche ich T auch auf die andere Seite zu bringen. Er gibt hier minus T. Und nachdem T aber ohnehin eine unbekannte Größe ist, forme ich diese Seite so um, dass sie wie ein Gewicht aussieht. So, fertig ist der Zauber. Dieser Schwellwert wandelt sich um in ein Gewicht W0, das nennt sich auch Bias Neuron, und 1 ist einfach eine Konstante, die man sich wegdenken kann, die ist wie ein Inputparameter. Mit dieser Gleichung kann man jetzt hergehen und sich einmal überlegen, für welche Kombinationen soll diese Bedienung erfüllt sein und für welche Kombinationen nicht. Damit alles am Anfang noch einfacher ist, sage ich auch, dass x1 und x2 nur die Werte 0 oder 1 haben dürfen. Der Output selbst bestimmt sich dadurch, was ich haben möchte. Wenn ich mir Bilder anschaue, denke ich mir zum Beispiel, wenn ich ein Bild mit diesen 2 Pixeln habe, dann soll der Output heißen Daumen nach unten, das entspricht unserem 0. In allen anderen Fällen sage ich, ich schaue mir diese Bilder an und sage, okay, der Daumen geht nach oben. In unserem vereinfachten System heißt es einfach 1. Der Lernalgorithmus im Perzeptron wird jetzt dafür sorgen, dass W0, W1 und W2 so bestimmt wird, dass für alle Kombinationen von X1 und X2 genau der gewünschte Output erscheint.